Herzlich willkommen zu Menschen, das Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Ach, wie soll das denn gehen? Unmöglich. Eine Sekretärin mit Down-Syndrom? Und ob. Michaela Schatz hat das geschafft, was nur wenigen Menschen mit Behinderung gelingt. Sie hat einen richtigen Job. Für die junge Frau und ihren Chef ist das zwar am Anfang nicht immer leicht, aber die Sekretärin hat den Dreh raus. Für Michaela Schatz sind Musik und Bewegung unverzichtbar. Hier kann sie sich frei entfalten und fühlt sich in dem kleinen Ensemble wohl. Sie gehört ganz selbstverständlich dazu. Doch dass Inklusion nur in ihrer Freizeit funktioniert, genügt ihr nicht. Sie findet, dass sie auch im Berufsleben beweisen darf, was sie kann. Also ich wollte einfach unbedingt am ersten Arbeitsmarkt. Wir Menschen mit Down-Syndrom wollen arbeiten. Und es gibt Menschen mit dem Syndrom, die nicht gerne in einer Werkstatt arbeiten wollen. Und deshalb bewirbt sich die 21-Jährige am Pädiatrischen Forschungszentrum der Uniklinik Erlangen bei Professor Holm-Schneider. Und sie hat Glück. Der Leiter des Zentrums ermöglicht ihr nicht nur ein Praktikum. Es sprach vieles dafür, ihr eine Chance zu geben. Und wo, wenn nicht an einer Universitätsklinik, sollte es aber möglich sein, zu erkennen, was Frau Schatz zu leisten imstande ist. Ich hätte hier in meinem Fach ein paar Anträge gefunden. Okay. Und wenn hier passende Arbeiten für Sie gefunden werden können, warum sollte sie da nicht auch eine Anstellung bekommen? Soll ich beides überarbeiten? Eine Sache kommt auch noch von der Kinderklinik Bamberg. In der speziell auf sie zugeschnittenen Stelle erledigt Michaela Schatz zunächst für 2 Jahre Büroarbeiten. Also wie sich das nennt, was ich hier mache, ist Laborsekretariat. Hier schreibe ich am Computer, erstelle auch Excel-Tabellen. Ich muss auch Telefonaten von Patienten annehmen. Die Patienten von Professor Schneider brauchen oft mehr als nur einen Termin und finden in Michaela Schatz eine einfühlsame Zuhörerin. Pädiatrisches Forschungszentrum Schatz, Michaela, was kann ich für Sie tun? Das ist etwas, was sie sehr gut kann. Dass sie auch von sich aus die richtigen, tröstenden Worte zu einer Familie sagt. Wenn eine Familie aufgeregt ist, sie bringt sie zur Ruhe. Auch mit ihren Kolleginnen klappt es gut. Hast du meinen Urlaubsschein schon dem Professor Schneider gegeben? Ja. Und ist sehr auch schön. In Bearbeitung. Das ist gut, weil es ist ziemlich kurzfristig, weil ich diesen Freitag noch frei brauche. Und damit es noch rechtzeitig alles klappt. Also was mich wirklich freut, dass ich mich hier nicht benachteiligt fühle. Das ist schön. Also eigentlich fühle ich mich echt wohl hier. So hat Inklusion eine Chance. Weil der Arbeitsplatz dem Menschen angepasst wurde und nicht umgekehrt. Und weil alle Beteiligten bereit sind, aufeinander zuzugehen. Bei Menschen mit Down-Syndrom geht alles etwas langsamer. Ich habe lange nicht akzeptieren wollen, dass meiner neuen Sekretärin Sätze wie "das ist dringlich" oder "ich habe Stress" so gar nicht nahezubringen waren. Da bin ich einfach gescheitert. Andererseits bin ich froh darüber, dass ich jetzt jeden Tag einen Fixpunkt in meinem Kalender habe, an dem ich gezwungen bin, zurückzudrehen, langsam zu reden, geradeaus zu denken, wo ich erst selber zur Ruhe komme. Am 20. Januar kommt um 13 Uhr die Familie Klein. Okay, 13 Uhr, ja? Mhm. Gut, danke dir. Einmal die Woche kommt eine Berufsbegleiterin und hilft der jungen Sekretärin, wo es nötig ist. Die übrige Zeit soll sie ihre Aufgaben zuverlässig selbstständig erledigen. Schließlich will sie ihre Stelle gerne behalten. Und ich hoffe wirklich, dass ich hier auch weiter bleiben kann. Akrodermatitis. Einen wichtigen Fürsprecher hat sie schon, der den Klinikapparat überzeugen sollte. Ich persönlich würde Michaela Schatz gern als Mitarbeiterin hier behalten und ich werde mich dafür einsetzen, dass das möglich sein wird. Wenn so ein Mensch mit dem Syndrom wie ich gerne arbeiten wollen auf dem ersten Arbeitsmarkt, gibt es schon einige Sachen, die man
auch wirklich durchsetzen müsste. An Michaela Schatz soll es nicht liegen. Wo immer sie auftritt, zeigt sie, dass sie einfach dazugehört. Also mal ganz ehrlich, obwohl ich ja selbst auch eine Behinderung habe, bin ich doch manchmal unsicher. Wie zugehen auf Menschen mit schwerer geistiger Behinderung? Oder wie reagiere ich auf ganz extremes Verhalten? Es gibt halt nur wenig Begegnungen, denn oft leben betroffene Erwachsene isoliert in Einrichtungen oder Wohngruppen. Betreut von geschulten Pflegern wie Dirk Habermann, der neben einem guten Gespür viel Geduld mitbringen muss. Der tägliche Spaziergang nachmittags um 2 ist für die Bewohner und ihre Betreuer ein liebgewordenes Ritual. Eine kleine Runde um den Block mit gelegentlichen Unterbrechungen. Danke. Ach, Herr Elzgier. Danke für die Blumen. Das ist aber nett. Jede noch so kleine Geste zeugt von Vertrauen und Zuneigung. Das ist der Grund, sagt Dirk Habermann, warum er seinen Beruf heute noch genauso liebt wie vor über 30 Jahren, als er als Pfleger anfing. Papa wird schon richten. Wir haben zum Glück guten alten Papa, unser bestes Glück. Ich sag immer, ich glaube, es gibt kaum einen Job, wo man morgens auf die Arbeit kommt und so freudig empfangen wird wie hier. Und das ist schon etwas, was einem natürlich auch als Mensch sehr, sehr gut tut. Ne? Das ist auch mit Geld nicht zu bezahlen. Also auch wir haben zu den Bewohnern ein ganz herzliches, inniges Verhältnis, was ja für mich unbeschreiblich ist. Ne? Die Häuser im Eichenwäldchen im saarländischen Ottweiler. Der Schwesternverband betreut hier 200 Menschen mit zum Teil schwerer körperlicher und geistiger Behinderung. Dirk Habermann ist Leiter einer kleinen Wohngruppe, in der 5 Männer leben. Ihnen ist eines gemeinsam, das sogenannte herausfordernde Verhalten. Helmut Horn etwa schlägt regelmäßig auf Gegenstände. Ein anderer Bewohner spricht unentwegt. Morgen kommt die Elisabeth. Und dann? Da gehst du in den Gottesdienst. Und verlangt pausenlos nach der Aufmerksamkeit der Pfleger. Sobald er die Aufmerksamkeit nicht zu 100% bekommt, zeigt er dieses Verhalten, wie sich schlagen oder gegebenenfalls auch andere schlagen. Das kommt also auch schon mal vor. Ne? Bedürfnisse zu erkennen, das ist die größte Aufgabe in unserem Job, ne? Um den Bewohnern ihre Wünsche und Bedürfnisse adäquat erfüllen zu können. Ne? Weil oft ist ja die Kommunikation verbal nicht vorhanden, wo die dann versuchen, auf diesem Wege sich bemerkbar zu machen oder auszudrücken. Ne? Noch grün ist? Ja. Ja, das ist alles grün. Doch nicht immer steht hinter herausforderndem Verhalten allein der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Gut, super. Passt wieder hin. Die Männer der Wohngruppe haben Ängste, sind orientierungslos. Die meisten können kaum sprechen und haben seelische Verletzungen. Dirk Habermann und sein Team fördern mit Spielen und Übungen ihre Fähigkeiten. Dabei setzen sie auf Geduld, Respekt und Nähe. Ja. Ein O, genau. Ja. Für mich der größte Fortschritt, dieses Vertrauen, also das vertrauensvolle Verhältnis zu den einzelnen Mitarbeitern und auch untereinander, den Mitbewohnern. Ja, feste. Eine ganz besondere Erfolgsgeschichte haben Robert Wagner und sein heißgeliebter Kaffee geschrieben. Über 50 Jahre lang sprach Robert Wagner kein Wort. Kaffee ist fertig. Vor einem Jahr plötzlich sagte er Kaffee. Pfleger Roland Kessler wollte seinen Ohren nicht trauen. So ein emotionales Erlebnis, ich sag mal, das kann man vielleicht vergleichen mit Weihnachten, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht, ne? Obwohl es ja eigentlich überraschend war. Die Situation war ja so nicht vorprogrammiert, weil man ja gewusst hat, er ist nicht in der Lage zu reden und dann passiert sowas. Einmal in der Woche wird zusammen gebacken. Heute gibt es Crepe. Das haben alle gemeinsam entschieden. Gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Und wenn es nur kleine Handgriffe sind, jeder hilft mit, ist Teil des Teams. Klappt's, was soll ich denn? Helfen, ja. Wie gut dieses Team eingespielt ist, zeigt sich auf sehr vielfältige Weise.
Der Herr Stöcker hat eine sehr verwaschene Sprache, die kaum verständlich ist. Und der Dogan beispielsweise übersetzt manche Wörter, die unser einer überhaupt nicht versteht, aber die kennen sich auch schon 30 Jahre. Also wenn man den Dogan fragt, was hat der Roger jetzt gesagt, der übersetzt das, das passt dann auch immer. Das war, sieht man dann am Verhalten von Herrn Stöcker, dass das auch durchaus richtig war. Es geht eben nur gemeinsam. Aber gerade deshalb ist es für Dirk Habermann eben auch kein Job wie jeder andere. Seit über 30 Jahren macht Dirk Habermann übrigens schon diesen anspruchsvollen Job. Ich sage Tschüss für heute und empfehle Ihnen jetzt direkt im Anschluss ML Mona Lisa. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am übernächsten Samstag wieder. Dann widmen wir uns dem Thema eigene Wohnung, neues Leben.